Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Imperium Galactic Survival. Was will ich jetzt in dieser Folge eigentlich machen? Ich will noch ein bisschen weiter ausbauen meine Basis, in der Hoffnung, dass es das hier auch mal so langsam sprießt. Noch sind sie ja Wachstum. Aber ich will natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen. Und zum anderen will ich auch zum Wrack da oben. Ich muss noch eine Medizinstation bauen. Aber was brauche ich für die Medizinstation? Oder Gegenfrage, habe ich die überhaupt schon freigeschaltet? Da, Medizinstation könnte ich bauen. Bau den Scheiß, brauche ich. So, in der Zwischenzeit. Ich habe jetzt nur 38 Blöcke, ne? Wir haben ja noch ordentlich Schotte. Stockblöcke, Betonblöcke. Das, was wir haben. Nutze ich. Mal aus. Weil wir werden uns zumindest hier mal ein Schlafgemach machen. Denn das wäre zumindest erstmal wichtig. Alles andere können wir später noch nachholen. Ich da die Tür mache. Ja, eigentlich reicht das. Größer. Das ist eigentlich erstmal nicht. Kleinen Wohnbereich werden wir uns auch noch machen, aber wichtig ist ja erstmal, dass er zu ist, ne? Bei dem machen wir nachher hier entlang. Komm, machen wir noch ein. Nein! Dauert ja noch ein bisschen, bis die Sonne untergeht. Hier noch ein bisschen freiräumen. Ja, so sieht das schon mal gut aus.
Die Feinarbeiten kann ich später machen. Es ist jetzt zumindest erstmal zu. Kann ich hier in der Ecke das Bett machen? Perfekt. So, lasst mich überlegen, wenn ich hier das so Schlafzimmer geradeaus. Könnten wir Wohnzimmer und dann könnten wir hier nach da ein bisschen Küche machen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt habe ich erstmal hier die Medizinstation hin. Gesundheit verbessert. So. Das sieht auch gar nicht so übel, das sieht auch übel aus. Müssen wir mal zur Trading Station hoch. Waffen. Projektilgeschütz. Brauche ich eigentlich die oder die? Weil die will ich auch gerne nutzen. Davon werde ich noch mal einen herstellen. Davon noch mal zwei. Ich hier auch noch mal ein paar herstellen. Einfach aus dem einfachen Grund, um uns wirklich zu schützen. Wenn wir noch ein Wachstum. Ich habe schon großes Fleisch. Was ich erstmal fertig bauen werde, wird das hier. Da wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich hier unten weitermache. Hey, lass mich hoch. Töne. Cool, des Bugs muss ich natürlich ausnutzen. Sehr schön.
So. Perfekt. Angedockt. Ruhe. Trotzdem muss ich aufpassen. Egal, was da oben für Viecher sind. Weiß gar nicht, wie lange brauchen die Dinge überhaupt? Ich glaube, am schlimmsten waren die Gemüsesachen. Das Weizen eher weniger. So. Hab ich irgendwas Verdorbenes hier? Nee. So, Munitionskiste war hier. Minigang habe ich gar nicht. So. 30 mm Kugeln. Irgendwas muss ich hier tun. Muss ich mir von Ding aufstellen. So. Gib mir das hier. Gib mir die hier. Dahin, du dahin, falls sie nämlich aus dieser Richtung kommen. So. Sagt er, so gut wie fertig, sehr schön. Gut, wenn er hier macht, sagen wir eigentlich unser Gehalt. Wo ist denn mein Geld? Irgendwo da, 24.000, ne? Wir werden mal für unser kleines Raumschiff ein paar Waffen basteln, damit wir uns wenigstens verteidigen können. Das heißt, wenn wir es hinkriegen.
Mathe Dance. Natürlich muss ich ja erst freischalten, wieso auch nicht? Reparaturstation wäre vielleicht das nächste, was ich mache. Okay, muss es erstmal ohne gehen. Nach oben, weil solange wir nicht hier sind, werden wir auch nicht angegriffen. Das ist das Gute. Okay, wo haben wir die? Die Global Trade Station? Oh, bitte da. Natürlich auf der anderen Seite. Das ist halt immer so ein Nachteil, ne? Wirklich so weit weg? Was? So. Und jetzt lass gleiten. Und du bist ein Trampel. Okay, den roten Punkt sehe ich hier nicht, aber ich sehe ihn da. Aber wir werden nicht angegriffen. Dieses Schiff, ne? Eisenhaltige Asteroid, cool. Doch viele. So, jetzt weiß ich, aber das habe ich vorher damals nicht gewusst. Wir können ja da landen. Alter, die Geräusche, ne? So, im Prinzip ist es egal, wo wir durchlaufen. Ich brauche...
dich. So, mal gucken. Auf jeden Fall, das brauche ich. Da kannst du mir gleich mal alle 84 Stück geben, die du hast. Von deinem Eisen kannst du mir auch deine 82 Stück geben. Kobalt. Kann ich auf jeden Fall auch immer gebrauchen. Aber wie schnell das Geld auch schwindet, ne? Neodymium. Das brauche ich fürs erste noch nicht. Aber haben es besser als brauchen, ne? Da werden wir auf jeden Fall zurückkommen und uns ein paar kaufen. Aber warte mal, haben die hier nicht so eine Reparaturstation? Ich glaube, das müsste unten gewesen sein. Ah ja, und wenn wir schon gleich dabei sind. Reparaturstation musste hier unten gewesen sein bei denen. Erstmal die hier. Wo hattet ihr die Reparaturstation? Das ist ein Automatik. Ich weiß, ihr habt eine Reparaturstation, das weiß ich. Ich weiß gerade nicht, wo ihr sie habt. Wozu verdammt nochmal habt ihr sie? Wisst ihr, ihr habt eine. Da. Siehst du? Sag ich doch, die haben eine. Was hast du überhaupt? Aus Hardware, ne? Ist das so ein Hardware? Biokraftstoff. Weißt du was? Gib mir die 73 her, die du da hast. Du. Perfekt. Jetzt
Gib mir noch mal einen Dino. Oder zwei, gib mir davon. Gib mir zwei. Perfekt. Gut. Würde ich sagen, nehmen wir wieder einen tiefer. Gut. Auf geht er. Erst wenn wir so ein bisschen ausgerüstet sind, werde ich zum Mond aufbrechen. Und weiter mit der Story machen. Auf jeden Fall Selbstschussanlagen, wenn nicht schlecht. So, was brauche ich noch bis zum nächsten Level? Oh, viel ist es nicht mehr. Wo ist überhaupt der Mond? Ich glaube, der befindet sich gerade auf einer anderen Seite oder so. Ah nee, da befindet er sich gerade. Und langsam runter. Apropos, wir hatten doch so eine Bodengleiter gefunden, ne? Ich glaube, die können wir nutzen, wenn wir nichts reinfüllen. So, wie war es? Ohne. So. Ja, sollte reichen. Und fürs Erste damit hier keiner reinkommt. Ich möchte ja keine ungebeteten Gäste hier haben. Nicht wahr? So. Rinn mit dir, rinn mit dir. Ihr drei auch, du auch.
So. Muss ich bloß mal gucken, ob die eine Waffe jetzt wenigstens Munition dadurch hat. Perfekt. Diese sind das. Reparieren. Ich hatte eigentlich überlegt, aus dem oder direkt in den Berg so eine, sag mal, Startbahn zu machen, direkt so senkrecht, aber bei einem großen Raumschiff weiß ich nicht, wie ich dann an der Deck kommen soll, wenn ich das so aufrecht stehen lasse. Die Dinge hier mal verbessern. Bei Gelegenheit. So. Bei dem Text. Ich würde gerne mein Raumschiff ein bisschen weiter ausbauen. Ein kleines. Dazu kann 9 Stück machen. Sollte ich auf jeden Fall herstellen. Ich möchte ja mal irgendwann auch ein bisschen von hinten in das Raumschiff rein. Du bist doch kaputt. Vor allem müsste ich hier mal irgendwann eine Reparaturplattform reinbauen. So, jetzt muss ich überlegen. Vom Boden aus kann das so bleiben. Aber ein bisschen höher. Muss es auf jeden Fall. War so. Ja.
Du. So, jetzt kann ich schon mal weitermachen. Mal überlegen. Auf jeden Fall braucht er dann einen größeren Tank. Du gehst auch erstmal ab. Soweit hatten wir nicht gewettet. Und lass es ruhig regnen. Da soll ja auch einiges reinpassen, ne? So, jetzt muss ich leider hier mit arbeiten. Ich habe keinen Bock mehr hier großartig rumzuspringen. Reicht das? Ich glaube ja, ne? Oder sollte ich noch einen höher bauen? Ich glaube, ein bisschen mehr kann ich noch machen. Das reicht noch nicht so ganz. Was hat mein Eisen? Eisen habe ich doch. Sollte ich auf jeden Fall mal bald durch einen Steckengenerator ersetzen. Hier sollte ich auch mal bald Dings machen. Außerdem soll ich hier im Schiff auch einen größeren Generator reinsetzen. Definitiv noch ein hoch. Oder?
Nee, das muss reichen. Ich habe dann noch eine. Scheiße, kriege ich gerade so nicht runter. Muss ich wieder im Orbit machen. So, jetzt habe ich ja da meinen Schlafbereich. Hier muss ich demnächst jetzt auch weiter runterbauen, weil da unten soll nachher ein Ofen hin, wenn es dann soweit ist. Wie sieht es denn aus mit dem besseren Konstruktor? Mit dem verbesserten Konstruktor. Flugspulen fehlen mir da noch. Okay. Aber zumindest. Muss unbedingt Eisen abbauen. Brauche ich einen größeren Treibstofftank? Ein paar kleinere noch. Einen habe ich, das heißt, ich habe mit dem vier. Ja, passt. Tipp. Im Moment habe ich noch nicht so viel, was Strom verbraucht, aber das wird auf jeden Fall immer, immer, immer mehr. So. Gegenfrage, was? So. Die habe ich hier. Okay. Lass mal so. Da drin, da habe ich gerade nichts drin. So, lass mich überlegen. Das könnte ich da einen Peroxidtank reinbastel. Demontieren. Auf jeden Fall wird der Generator zu groß dafür. Ach, Treibstoff ist eh alle.
Sauerstoff. Hab ich noch 45%. Komm, gib mir die auch noch. Perfekt. Dann halt nicht. Ich guck mal, fertig. Das war aber auf jeden Fall noch größer, aber wir haben zumindest erstmal was, wo wir das hier reinstopfen können. Guck mal, jetzt können wir uns zum Beispiel Fleisch machen, Proteine und. Ein Gemüseproduktion. Machen wir erstmal das. So. Was für mehr reicht es nicht? Genau. Kleines Raumschiff. Nicht mehr von kleinen Generatormotoren. Das ist geil. Dafür habe ich jetzt zwei erstmal. Die Treibstoff zum kleinen. Ja gut, dann muss es halt erstmal reichen, so. Kann ich wenigstens Rolltore herstellen. Ach die habe ich noch gar nicht freigeschaltet, ne? Die habe ich glaube ich noch gar nicht freigeschaltet. Natürlich jetzt ärgerlich. Aber ich kann zumindest so weit zu Ende bauen. Den Treibstoff, dann werde ich dort hinten und dann werde ich davor des Dings machen. Deswegen sollte es so lang werden. Ups. Dir danke. Halt, das was ich hier habe, kann ich schon mal reinlassen. Treibstoff dann zum Beispiel. Gut, wer wird das?
So. Das und das, weil ich den großen Generator noch nicht reinschaffe. Das kriegen wir schon irgendwie. So. Stimmt, die Schubdüse nach oben war, ne? Schubdüse nach oben war ja. Nach unten war sie gerichtet, nach oben ist sie jetzt. Sehr schön. Fehlen mir bloß noch die nach hinten. Da will ich vielleicht noch 30 brauchen. Jetzt irgendwas drin, was ich brauche. Gehen wir mal noch 3 Lampen. Licht 4. Gut, und dann will ich noch eine gerne in meinem Schlafzimmer haben. Und zwar an der Decke. Perfekt. Gut. Sagt er, fertig. Kohlenstoff. Blöcke S. Du solltest Stahlblöcke S machen, verrate ich dir aber nicht. Aber wie, komisch, wir werden im Moment nicht angegriffen, ne? Aber auch gut. Glaube. Verfallzeit 90. Naja, krass. Es dauert ja noch ein bisschen, bis es runtergeht. Ich weiß gar nicht, wie groß der Ofen war, aber er war eine ganze Etage. Ich glaube, 2 oder 3 Etagen war es. Ich glaube 3. So, dann können wir das Raumschiff nämlich fertigstellen. Oh, ich finde es hier jedes Mal. So, jetzt kann ich da nicht mal runterfallen. Perfekt. Ich habe 2, ne? 2 Düsen.
Deswegen werde ich eine dahin basteln und eine da. So. Ich habe jetzt noch drei. Ich werde jetzt, glaube ich, gleich noch mal zur Global Trading Station hoch. Die Blöcke habe ich genug. Ich weiß gar nicht, wie groß der Ofen ist. Warte mal. Erstmal müsste ich den Ofen finden. Da. Größe 3x3x3. Also 3 hoch. Perfekt. Dann weiß ich doch schon, was ich mache. Aber ich brauche ein paar Leitern. Treppen aus Beton. Brauche ich nochmal drei Stück. Lieber eine zu viel als zu wenig. Halt, Rohstoffabbau. So, jetzt muss ich aber auf diese Treppen zurückgreifen. Na toll. Irgendwie habe ich das geahnt. Aber es ist ja nicht so wild. Dann bauen wir halt drumherum. Nicht wahr? Ist ja nicht so wild. So, das nehmen wir als also quasi. Das ist quasi die Decke. So, stimmt. Das wollte ich jetzt Deckel nehmen.
So quasi Deckel. Und dann 1, 2, 3. Ja, weil keine Statik drin hast. 1, 2, 3. Das ist eins der wenigen Sachen, die das Spiel gut macht. Statik mit reinbauen. 1, 2, 3, da haben wir hin. So, dann haben wir nämlich. Dann passt es nämlich perfekt. Wir noch ein bisschen nach unten bauen. Aber ansonsten wird das Ganze nämlich nichts. Treppen hier. So, 1, 2, noch einen nach unten. Kann ich aus dem Schotter auch Eisen und Silizium und Kupfer herstellen, wenn ich das muss. So, 1, 2, 3. 4. Perfekt. Ich hab da noch hier. Perfekt. Dich noch. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 dahin. Gut, gehen wir mal das. Perfekt.
bauen wir erstmal die Grundfläche. Perfekt. Ja, mal den Bohrer ein bisschen nehmen. Und ordentlich hinsetzen. Perfekt, das wäre die eine Hälfte. Nein, wir warten, bis er fertig ist. Danke, dass er fertig ist. Dann kann ich ihn genau hier vorstellen. 1, 2, 3, das ist ja nämlich dort hinten an der Wand dran, ne? Betonblöcke. So, die kannst du hier noch mit rein basteln. Früher oder später war ich auch noch einen ganz, ganz großen Generator. Mal die vielen kleinen hier wegballern kann. Da. Darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Ich habe mich schon gefragt, wann sie ankommen. Und da kommen sie. Oh, gleich 4 Stück. Sie machen. Zwei Raketendrohnen. Haha!
Kommt schön her. Wo sind die anderen zu Boden gegangen? Achso. Ich habe mich gelootet. Ich habe mich auch gelootet. Gelootet? Nö. Man kann es hergeben. Blöd. Xerax. Könnten sie auch einfach mal lassen. Zum Glück habe ich zugemacht hier. So. Auf jeden Fall werden noch Raketengeschütze gemacht. Perfekt. Es brauche jetzt noch keine Angst zu haben. So. Nein. Ich will das doch alles da reinpacken. Bandagen behalte ich mal. Die neuen, die ich gefunden habe, die können gleich hier mit rein. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich ja hier unten weitermachen. Ja, noch ein runter, perfekt. So. Runter mit dir. Perfekt. Cool, ich habe auch das nächste Level erreicht. Das heißt, jetzt unbedingt freischalten. Raumschiff. Den unbedingt freischalten. Auch freischalten. CPU-Erweiterung freischalten. Unbedingt. Zitrank freischalten. Sorry.
Ich habe noch 19, richtig, richtig. Dafür brauche ich leider noch was. Noch ein Level. Aber habe ich auch bald. Waffen. Pulsgewehr. Ist halt nicht so einfach zu überlegen, was schaltest du jetzt frei, ne? Auf jeden Fall, den muss ich unbedingt freischalten. Kleines Raumschiff. Ich überlege gerade, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir müssten mal schnell was craften, wäre das vielleicht nicht ganz schlecht, ne? Mal schauen für die Basis, dass wir da noch ein bisschen was freischalten. Und oben kann ich gleich erst mit der nächsten, mit dem nächsten Level. Das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall die beiden Sachen mussten freigeschaltet werden. Toolstation brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich eigentlich nur, weil ich oben Dings was baue. Naja. Brauche ich eigentlich sowas? Dings? Ich glaube nicht. Düse M brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Lass mal. Lassen wir das jetzt. Jetzt können wir das Wesen schon mal machen. So, Treibstoff habe ich jetzt gemacht. Den werden wir herstellen. Für den Notfall. Halt, warte mal. Shit, da fehlen mir zwei Stück. Wir haben zwei Freischaltpunkte, das ist scheiße. Egal, aber. Kann zumindest eine Tür machen. Vielleicht werde ich auch machen. Ein paar Lichter werde ich auch noch machen. Zwei? Drei? Ja, drei reichen. Ja, zwei? Zwei. Motoren brauche ich dafür. Auf jeden Fall Waffen, unbedingt Waffen herstellen. Für das kleine Raumschiff. Das muss ich unbedingt. Da können wir uns auch wesentlich verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Ich guck mal, da habe ich noch eine kleine Schubdüse.
Das. Perfekt. Leider ist das eine manuelle Tür, was jetzt nicht schlimm ist. Aber ich kann sie ja mit einem Signalgeber aufmachen lassen. So, wie gesagt, das kommt alles nachher weg. Da kommt der Dings rein. Und dann kann ich hier vorne alles andere machen. Alles andere verstecke ich dort hinter. So wie ich denke, den Generator verstecke ich alles dahinter. Und davor kommt der große Pentaziktank. Oder besser gesagt der Warp-Antrieb. Passt schon alles. Krüchen. Ups. Und hier einmal. Und dann gib mir einmal den hier. Perfekt. Vier. Mal her. So, dann habe ich den kleinen Konstruktor ja noch. So. Der kann schon mal dahin. Was kann ich denn mit dem alles machen? Die ist ja sowieso momentan nichts drin, ne? So. Perfekt, die kann da oben rein. Fachbox 1 gleich Input. Perfekt. Das reicht, also ich kann damit Munition herstellen. Im Notfall kann ich auch Düsen herstellen. Einen kleinen Generator kann ich auch herstellen. Also wäre das sogar gar nicht so schlecht. Essen kann ich herstellen. Also ich könnte auf jeden Fall Sachen für mein kleines Raumschiff herstellen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Dings herstellen. Die ich dann verkaufen werde. Mal gerade. Weizen ist immer schnell hergestellt.
Frittiertes Gemüse. Auf jeden Fall kann ich Mehl herstellen. Jeden Teil, wozu brauche ich die eigentlich? Nährstofflösung, Gesteinsmehl und gereinigtes Wasser. Apropos Wasser. Schnauze-Handy. Oh, wo war das denn? Ich konnte so einen Wassergenerator herstellen. War das etwa der, den ich da schon habe? Da, Wassergenerator. Auch Motor. Weil wenn wir da wieder hochfliegen, dann können wir die gleich wieder verkaufen. Feuchtigkeit aus der Atmosphäre. Muss abwechselnd kleine O2 und Wasserstoffflaschen. Dann stell ihn hier. Stellen hin. Brauchst du für Kraftstoff? Na toll, danke. Na gut. Warte mal, was brauche ich eigentlich, um Brot herzustellen? Gereinigtes Wasser. Kann ich da wenigstens Biokraftstoff herstellen? Natürlich nicht, weil ich keine Pflanzenfaser habe. Bisschen alles nach oben stellen. Fünf, zehn, 15. Schaut er da mit rein? Komm, stellen wir noch 5 her. Dann passt es. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste eigentlich mal in einem anderen Orbit. Gib mir mal Karte unseres Sonnensystems. Dubius nicht. Schade. Ist auf jeden Fall Ion, das ist schon mal klar. Wo war der? War der in der Nähe eines Keimung?
Muss auf jeden Fall irgendeinen dieser anderen Planetensysteme einmal anfliegen. Ich weiß, es gibt irgendwo eine Station, wo ich bessere Materialien herkriege. So, jetzt brauche ich aber auch Pentaxid dann. Und den werde ich auf jeden Fall herstellen, verbesserten Konstruktor. Nanoröhren muss ich mir holen. Okay, wir fliegen jetzt noch mal hoch. Ich glaube, vorher ist. Ah, nee, ich habe ja noch ein paar Riegel. Und ich sollte mir vielleicht die 5 auch mitnehmen, die ich hergestellt habe. Sonderlich geistreich von mir. Da wir da oben auch Biotreibstoff herkriegen. Haben wir noch unkopierte? Ja, haben wir kopiert, so Hauptbereich. Boah, wir haben immer noch Platz dafür. Auf jeden Fall sollte ich stärkere Düsen einbauen jetzt demnächst. So, Orbital daran. Keine Sorge, mit der Story machen wir noch weiter. Ich möchte mich halt bloß ein bisschen besser ausrüsten. Und dafür werden wir noch ein paar Folgen, denke ich mal, brauchen. Ich stelle mal einen auf jeden Fall. So viele leuchtende Sterne, ne? Sauerstoff brauchen wir. Ich habe den nächsten nicht mehr mit reingepackt. Ah, machen wir noch.
Sieht zwar klobig aus, das Ding, aber es soll auch seinen Zweck erfüllen. Und bevor wir in der Trading Station landen, werden wir unten den Kloss noch mit ranbauen. Ja, er dreht sich nicht mehr so einfach wie vorher. So. Steht da nämlich hinten auch. Perfekt. Aus. Jackpack aus. Siehst du, mehr brauche ich doch gar nicht. Jetzt muss man bloß was machen, dass ich ihn noch in die Höhle reinkriege. Gehen wir aus dem Weg. So, warte mal, was verlangst du eigentlich dafür? 1056. Ich muss mal gucken, bei welchem es mehr gibt. Gut, da unten gibt mehr. So, was habe ich hier? 10, 20, 25 Stück. Perfekt. Dann gebe er mir mal seine Eisenbahnen. Alle 78 Stück, die du da hast. Kobalt kannst du mir auch geben, 59. Auch die Kupferbahn, die 69, die du da hast. Die 17 Bahnen kannst du mir auch geben, 85. So. Auf jeden Fall da die 83 Stück kannst du mir geben. Pentaxil kannst du mir auch geben, die 51, die du da hast. Kohlenstoffzutrat. Okay, du hast erstmal weiter nichts, was mich interessiert. Nanoröhren. Flagge hast du 99, die geben wir auch her. Ich gebe mal 20 Nanoröhren. Obwohl, du hast noch 36, ne? Die nehme ich auch. Stahlplatten nehme ich auch mit gerne. Nachher. Das ist auch Treibstoff. Mal alle 79 Stück her.
Obwohl, die Ladung kann ich auch gebrauchen. Mann, bin ich wieder im Kaufrausch hier. Auch Bohrerladung kannst du mir geben, die 46, die du hast. Brauche ich noch irgendwas, wenn ich schon dabei bin? Ich glaube eigentlich nicht. Meist fehlen mir sowieso diese Motoren. Ach so, jetzt weiß ich wie. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Mal gucken, ob ich die irgendwo herkriege. Nee, du hast sie nicht. Ich weiß, dass ich die irgendwo hierher kriege. Das ist, muss bloß gucken, bei wem. Ich hab. Nee, du auch nicht. Ich guck da oben. Ich glaube, hier oben war derjenige, wo ich die herkriege. Wow. Bergbaukern, alles klar. Krieg ich doch nicht. Scheiße. Muss aber mal Fuß strecken. Und was trinken. Oh, ich dachte, ich krieg die hier irgendwo her. Zumindest habe ich das gedacht, diese Flugspuren. Du verkaufst sie nicht zufällig, oder? Außer Plattenbau. Aber guck mal, gereinigtes Wasser. Nehmen wir mit. Okay, von dir kriege ich nichts. So, na toll. Komme ich hier noch nicht mal rein. So ein Scheiß. Schade. Da gib mir wenigstens was von deinen Sachen hier noch ab. Glasfaser zum Beispiel. 95, gib her. Mechanische Komponenten kann ich gebrauchen. 98. Computer, gib mir nochmal 20 hier. Wow. Na gut, wer es einen will, muss das andere mögen, ne? Energiematrix, kannst du mir auch nochmal 20 Stück hergeben. Elektronik. 20. Das verkaufst du nicht. Okay, das sollte reichen. Ich bezweifle, dass ich hier unten auch nochmal einen Händler finde. Was sei denn? Wartungsdaten. Ach so, die verkaufst du. Die kaufst du an. Sieh mal an.
Berichte und Daten können an einen Infohändler oder bei lokalen Brokern gehandelt werden. Hinweis, die Preise können variieren und der Händler mit Berichten ist möglicherweise nicht ohne Risiko. Wir könnten ja mal gucken, was wir da so alles haben, weil die könnten gut verkaufen, die Dinger. Weil im Endeffekt brauchen wir sie ja gar nicht mehr. Auf Anhieb die. Dahin wollen wir. So. Die Folge ging 3 Stunden lang. Sonst habe ich sie knapp bei 2,5 Stunden. Aber wenn du erstmal drinne bist, bist du drinne. Wir wollen ja nicht jetzt schon runter, wenn, dann wollen wir ja gleich in der Nähe runter. Ich will mal kurz was gucken. Gib mir nochmal das. Das letzte Mal war so ein rosa Planet. Auf dem Server, wo ich war, das hat. Das heißt, der oder der müsste es sein, wo es diese eine Station gibt. Perfekt. Gib mir den Bohreimer hier. Auffüllen.
Oh. Oh, weil ich nicht da drauf stand. Gut. Nicht da drauf. Das kann er alles. Sonst kann er da drauf schießen. Perfekt. Als erstes. Rinder mit dir. Das rein. Ach so, ist er gleich veredelt, auch gut. Ich habe gedacht, er gibt mir das Rohstück. Egal. Flugspulen. Die kann ich doch irgendwie herstellen, die Dinger. Titanstäbe. Oh, ich hätte die Titanstäbe mitnehmen sollen. Aber egal. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Dann jetzt erstmal kleines Raumschiff. Ich hätte wirklich die Titanstäbe mitnehmen sollen. Großen Generator, damit der hinterherkommt. Dafür wird Platz sein. Ich will nämlich mindestens noch zwei Stück davon haben. Davon gibt mir nochmal 8. Ich glaube, dann sollte ich auch genug davon haben. Die sind die nächsten, die ich freischalte. Gib mir einen Sensor. Was gibt mir ein Rolltor? Kann ich die Tür da rausbauen? Gut, wenn wir das nächste Mal oben sind. Aber auch Titanstäbe mit. Reicht eine? Ich glaube, zwei oder drei wären besser, ne? Ja, muss ich warten, bis er da fertig ist. Dass er den nächsten freigibt. Drei davon. Raketenwerfer. Ja, die soll ich vielleicht auch freischalten.
Radar, Gerätschaften, Deko. Paar große Solarzellen vielleicht sollte ich machen. Ich muss auf jeden Fall welche nachbauen. Ja, so viele brauche ich nicht. Mach 9, das reicht. So. Im Moment brauche ich das noch nicht, ne? Fluxspuren und Kobaltlegierung brauche ich. Nanoröhren. Platinbahn. Ob ich noch mal ein ECS nachmache? Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil im Moment bewegt er sich wirklich langsam. Für den Fall der Fälle mache ich noch mal eins nach. So, das was wir haben, nehmen wir schon mal mit. Achso, das Wasser, das gereinigte Wasser. Rinn damit. Schau mal, ich kann schon ein bisschen was machen. Auf jeden Fall werde ich noch mehr anpflanzen. So. Jetzt aber erstmal zum Schiff. So, gib mir mal mein Jetpack. Jetzt muss ich mal ein bisschen was empfehlen. So. Da ist sowieso nichts drin. Den kann ich auch empfehlen. So. Das kann man dahin. Dann kann ich den Generator. Das nehme ich auch mit. Nein. Das. Das. Falsche Tastenkombi. So. Generator. So, das ist noch etwas, was ich jetzt machen muss. Ich glaube nicht. Gut, dann kann ich nämlich von außen zu machen.
So, so. So. Kommst du da weg? Boah, also ich kriege hier die Krise. So. Fick dich doch. Scheiße. Kotzt mich so ein bisschen an, dass man da reingucken kann. Ja klar, das kann ich so machen. Ich will auf jeden Fall ein schöneres denn haben. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann gehe ich jetzt noch ein paar Dings nachmachen. Dort ja noch bisschen, bis es runter geht. Habe ich noch? Nein, natürlich habe ich nichts mehr davon. Gerade 11%. Das Leveln ist ab einem gewissen Punkt dann wirklich extrem schwierig. Laufen tun sie. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Raketengeschütze machen, wenn wir sie dann freigeschaltet haben für unsere Basis. So. Machen wir gleich 8 Stück davon. Kobaltlegierung. Titanstäbe kann ich glaube ich gar nicht machen. Ne? Titanplatten, Titanstäbe. Nö, dazu fehlt mir Titanerz. Nee. Also nichts mit herstellen. Voilà.
Oh, ich habe noch ordentlich Motoren. Ich sag mal, unsere Garage müssen wir auch ein bisschen weiter ausbauen. Irgendwann auf jeden Fall. Gut, aber das, was wir jetzt haben hier. Das, das und das. Das nehmen wir auch mit. Das andere kann er erstmal fertig machen. Ach ja, weswegen ich hier reingegangen bin eigentlich. Komplett vergessen. Stahlblöcke S. Machen wir nochmal 20 Stück davon. Man weiß ja nie, wofür man sie nochmal braucht, ne? Das gibt mal die Dings her. Das kannst du auch hergeben. Und das. Ich kann davon nichts. Schade. Dann hau das hier hin. Dahin. Das ist ein Objekt im Bereich. So, jetzt nicht mehr. So. Eigentlich hätte ich das anders geplant, aber was soll's. Kann ich keine verschiedenen davon herstellen? Das konnte ich doch mal. Okay, dann macht das halt da rein. So. Und dann machen wir da rein. Eins, zwei, ne? Eins, zwei, da rein. Perfekt.
Vier Stück habe ich noch. Egal. Eine muss ich noch nach oben verfrachten. So, zwei habe ich also noch. Eine dahin. Und eine dahin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch wirklich. Perfekt. Jetzt muss ich die Seiten bloß noch anpassen. Und dann war es das. Und dann brauche ich hier drin unbedingt mal Licht. Pflanzlicht, nein. Ein Licht reicht. So, Munitionskisten. Verdammt, ich hab die Container noch nicht freigeschaltet dafür. Warte mal, die müsste ich doch halt noch freischalten können. Container, 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 Erz und Holz, Container, Munition. Perfekt. So, Container für Munition. Den stellen wir einmal her. Und davon stellen wir auch schon mal zwei her. Die werde ich nämlich auch gebrauchen. Ich werde euch nämlich auch zeigen, warum, wenn wir sie eingebaut haben. Als nächstes werde ich auch die Rampen freischalten. Was, habe ich kein Kupfer mehr? Sind Kupfer schon verbraucht? Tatsache. Okay, dann ist das so. Dich, 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 dich brauche ich. Dich auch. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. ECS nehme ich auch noch mit. So, brauche ich jetzt noch ein paar? Nö. So, dann gehen wir noch mal kurz hier runter.
wir alles da rein. Bis ich den mal irgendwann voll habe, dauert es noch. So, gehen wir das mal hier hin, dann kann ich das nämlich einmal snabulieren. So, gib mir doch mal jetzt meine Lampe her. Okay, nämlich da am Ring. So, Licht. Ja, genau so hell hätte ich das gerne. So. Das brauche ich einmal. Das kommt später drin. Und das brauche ich nochmal so. Damit wir jetzt hier weitermachen können. Immer noch demontieren drin. Einmal da das Munitionskontrollelement und da nochmal die RCS. Hey! So, die können es ja noch gar nicht sein, weil ich habe ja noch keine Munition drin. Aber da ich diese Schutzdinge habe, okay. Ich glaube, ich weiß, welche Dings die haben. Oh, Waffen. 15 mm Kugeln. Und da ich eine Railgun nicht habe, muss ich diese 15 mm Kugeln. Habe ich davon nicht noch welche? Von 100 Schuss erstmal habe, reicht es. Das müsste eigentlich reichen. 15 mm Kugeln. Ja. Gut. Geben wir mal jetzt die hier. So. 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 Ach, rein. So gefällt mir das.
So, davon brauche ich das denn noch. Perfekt. Weil dann kann ich nämlich auch aus bisschen weiterer Entfernung drauf zugreifen. Perfekt. Ah ne, den habe ich ja dahinter. Oh, schon vergessen. So, in der nächsten Folge werden wir hoffentlich Level 20 erreichen. Ob ich jetzt nochmal losfliege? Ich glaube nicht. Achso, das Pentaxid sollte ich vielleicht noch rausholen. So, jetzt können wir mit dem Ding nämlich auch weitere Sprünge machen. Davon werden wir noch mal ordentlich was machen. So, ein Ding habe ich ja noch. Das kannst du nämlich einmal dorthin stellen. Dann kann ich auch hier aus weiterer Entfernung drauf zugreifen. Der muss noch wachsen. So, unbedingt gucken, was ich als nächstes freischalten werde. Definitiv den Ofen. Fürs kleine Raumschiff die Rampen. Und die Passagier-Dings. Brauche ich eigentlich nicht. Ich bin ja bloß alleine hier. Höhenpolarisationsschild. Den sollte ich auf jeden Fall machen. Den sollte ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, dann in der nächsten Folge werden wir auch ein bisschen die Dings her weiter ausbauen. Ach ja, stimmt. Ich habe ja noch das Ding hier. Das muss ich auch wieder reinbasteln. So. Dreimal drei. Dieses auch noch 3x4. Oh, den Bohrer will ich ja gar nicht. Perfekt. Ja, sobald wir die Rampen haben, 16.000,
verdammt, ich brauche noch gute 14.600. Ich glaube, die sollten wir schnell zusammenkriegen, wenn wir ein paar Dings töten. Gut. Hier werde ich noch mal ein paar nachmachen. Ich muss noch mal schlafen. Sollte die unbedingt mal umstellen, die Geschütze. Flieger können sie schießen. Das sind du feines. Oh, dann noch ein Motoren. Sehr schön. Perfekt. Sehr schön, was ihr mir alles da lasst. Achso, weil da ich ja gerade hier draußen bin. Das sind ja was kleine, ne? Ja, vielleicht hätte ich da ein bisschen besser. Was soll's? Ich habe doch Treibstoff gekriegt, ne? Testarbeitszeit, das ist glaube ich in Stunden gerechnet, ne? Oh, passt schon.
Schnauze, System. So. Den Rest packen wir hier rein. Ja, so. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nochmal wieder rauf. Und wieder was holen. So, das kann da rein. Das kann da rein. Das. Das. Das kann bei Waffen. Das kann da rein. Das kann da erstmal rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das andere behalte ich. So. Sagt die Munition. Von den 30 mm Geschoss könnte ich noch mal wieder welche nachbasteln. Kann ich nicht nachmachen, weil mir Nitrocellulose fehlt. Dies. Da muss ich das auch kaufen. Machen wir also in der nächsten Folge. Wir haben einiges geschafft. So war Polaris Großkonzern. Oh, guck mal. Chief Planet Log. Weiß gar nicht, ob ich die auch irgendwie verkaufen kann. Stimmt, ne? Schauen wir alles beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings kommt ihr rechts zu einem kommt ihr links zu einem weiteren Video und rechts wieder mehr zur Playlist des aktuellen Projektes. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Vergesst dabei aber nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr lockt.